Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Bear With Me. Ein klassisches Point-and-Click-Adventure, was sich zurzeit in der Collective-Kampagne von Square Enix befindet. Das heißt, ein Projekt wird spotlightet und, glaube ich, auch crowdfunded. Ihr könnt das Ganze unterstützen auf Steam Greenlight, das heißt, gebt einen Daumen dafür ab, dass das erscheint. Ich werde das selbstverständlich auch machen. Ja, es ist zurzeit in der Early Alpha spielbar, eine Alpha-Demo. Ich habe die vom Entwickler bekommen, mittlerweile ist sie aber auch schon public. Und ihr könnt euch das Ding auch selbst gerne einmal ansehen. Bear With Me ist ein Wortspiel, was so viel heißt wie hab Geduld mit mir. Aber gleichzeitig geht es auch um diesen kleinen Teddybären, der aussieht wie so ein Privatschnüffler, wie so ein Detective. Naja, ich würde sagen, wir schauen es uns einfach mal an. Macht einen sehr knuffigen Eindruck, auch der Titelsong gefällt mir gut. Naja, sehen wir mal, ein New Game starten wir. In einer dunklen und stürmischen Nacht erwachst du vom Klang der Donnerschläge. Ängstlich versteckst du dich unter deiner Decke und hörst Fußschritte und eine Tür, die sich schließt. Ein unbekanntes Lachen jagt dir Schauer den Rücken hinunter. Du entscheidest dich, aus dem Bett aufzustehen. Und jetzt geht's los. Das ganze Spiel ist leider komplett in Englisch, aber ich denke mal, wenn es denn verwirklicht wird auf Steam, dann können wir das Ganze auch in Deutsch erleben. Eine Lampe. Die nutze ich oft, wenn ich lese. Okay, dann machen wir mal das Licht an. Ah, seht mal, wir sind dieses kleine Mädchen. Ich schätze mal so 8, 9, 10 vielleicht. Und wir können uns hier ein bisschen umsehen in unserem Zimmer. Ist halt alles schwarz-weiß. Ich weiß nicht, ob später noch Farbe ins Spiel kommt, aber mir gefällt der Stil sehr gut. Es wirkt alles so ein bisschen surreal. Es hat auch so eine ganz komische Perspektive, alles so verzerrt irgendwie. Was ist das denn, unser Inventar? Ich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht reingesehen, weil ich es mit euch erleben wollte. Der Koffer ist aus Koffermaterial. Das ist schön. Was haben wir denn? Zu schwer für mich. Die Decke. Sie hält mich warm in kalten Winternächten. Jetzt ist keine Zeit, um zu schlafen. Na, wenn du meinst. Ja, das Regal ist gemacht, um es als Regal zu nutzen. Ja, da ist Zeug oder so drauf, aber es wird gerade benutzt. Das Buch. Was man erwarten sollte von einem... Das geht zu schnell. Von einem spukenden Herrenhaus von Robert Ornell. Ich möchte gerne vorbereitet sein. Keine Zeit, um zu lesen. Na gut. Papiere? Keine Zeit, um jetzt zu malen. Eine Kiste? Meine Kiste! Es ist die beste! Ja, nichts Nützliches drin. Ein Beachball. Es ist ein Strandball, aber... Zu schade, dass wir so weit vom Strand entfernt leben. Ich will jetzt nicht spielen. Der Schrank? Warum soll ich in den Schrank steigen? Es... Achso, ich komme nicht dran. Normalerweise nutze ich meine Schubladen als Treppe. Ah, jetzt kann ich an den Schrank. Da sitzt der Teddy. Alles klar. Meine Sneakers? Ja, ich habe schon Schuhe an, danke. Zeug. Mein Teddy ist schon ausgestopft. Was? Klamotten? Ah, ich habe jetzt keine Lust, mich anzuziehen oder umzuziehen. Kriminalromane. Was? Private Eye Plushie. Also Detektiv Plushie. Jetzt ist keine Zeit für Dilly-Dallying. Also hier, Dilly-Dally, was ist denn das? Ja, für Albernheiten einfach. Ein Wasserkühler. Ja, das macht diesen Ort erst zu einem richtigen Büro, dieser Wasserkühler. Eine Kriminalkarte. Da ist ein Name drauf. Was? Coration Hain. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Wortspiel. Normalerweise heißt es Horatio Kane, oder? Dieser Privatdetektiv. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. FBI? Steht FBI drauf. Federal Bear Investigation. Ja, auch Mann, Leute. Dieser Humor gefällt mir schon richtig gut, diese Wortspiele. Ich glaube, da bewahrt er seine FBI-Informationen auf. Fallkabinett. Teddy Solved Cases. Achso, Teddy. Ja, da sind auf jeden Fall gelöste Fälle von Teddy drin. Teddy Bear. Wie gut es ist. Mr. Ted Edward Bear, mein Teddy. Hallo, Kleine, warum bist du so blau? Warum siehst du so... Was, wie sagt man Blue? Blue ist doch depressed, oder? Also wenn man so ein bisschen down ist. Ja, ich muss mich da jetzt wieder reinfinden in die englische Sprache. Naja.
Ich brauche deine Hilfe, Teddy. Irgendwas Seltsames geht hier im Haus vor sich. Bleib mal ganz ruhig. Zuckertasse oder Sugar Cup. Ja, diese... Kann man schwer übersetzen, diese Anreden. Was ist denn los? Bitte nenn mich nicht so. Du weißt, dass ich das nicht mag. Entspann dich. Was macht dir denn Sorgen? Ich habe seltsame Geräusche gehört. Irgendwas geht vor sich. Kannst du mir bitte helfen? Kein Problem, Pfirsich. Ich bin schon dabei. Ja, und? Hilfst du mir jetzt oder nicht? Er ist schon drauf angesetzt auf den Job. Ach, da ist er ja. Guck mal. Bitte, Süße. Ich konzentriere mich. Er ist so süß wie ein Knopf. Cute as a button. Wie sagt man da auf Deutsch? So süß wie... ein Honigkuchenpferd. Nein, das ist auch falsch. Ach Leute, diese ganzen Nicknames auf Englisch, diese Verniedlichungen. Ach guck mal, der ist schon... Ah, das ist so mein imaginärer Freund, würde ich sagen. Ein Hasenspielzeug. Ah, so ein knuddeliges kleines Ding. er sagt, die Welt... Was? Die Welt geht unter in 28 Tagen und... Okay, gut, das kann ich jetzt nicht mehr abrufen. Ich finde, der Text geht sehr schnell weg. Das finde ich nicht gut. Selbst für Englischsprachige wird es wahrscheinlich ein bisschen schnell sein. Oh, ich habe den Stock aufgehoben. Finey fine. Damit haben wir unser Inventar übrigens hier oben. Kann ich das auch mit Tasten? Ich glaube, man kann es auch mit Gamepad spielen. Die Lampe kann ich nicht wirklich mit mir rumtragen. Was, den Stick habe ich doch schon. Na gut, wie gesagt, es ist noch eine Alpha-Demo, von daher. Warum sind überall diese Schachteln? Na, ich habe irgendwie keine Lust, Schachteln aufzuheben. Flints Zimmer? Wer ist Flint? Vielleicht ihr Bruder? Badezimmer. Ach, sieh mal, der Teddy folgt uns überall hin. Ist das nicht knuffig? So. Grooming Set, das ist doch für Haare, oder? Ja, so zum Fertigmachen eben, so. Alltägliche Pflege. Es ist okay, mir geht's gut. Oh, hört mal die Musik. Schön. Sehr stimmig, finde ich, ja. Komm, wir bewaffnen uns mit der Klobürste. Nein, geht auch nicht. Flints Klamotten. Ja, es scheint ihr Bruder zu sein. Das sind Flints Klamotten. Ich denke, er war früher oder vorher hier drin. Das Shirt ist wirklich verstörend und es riecht schlecht. Sie sehen feucht aus, die Tücher. Conditioner. Ich sollte zuerst das Shampoo nutzen. Mir geht's gut, danke. Na. Also, Deo will sie auch nicht. Hier gibt's sehr viel zum Betrachten, obwohl man kaum was braucht, schätze ich mal. Nichts Interessantes hier. Rede ich mal mit dem Bären vielleicht? Bitte, Liebes, ich konzentriere mich. Nichts Besonderes hier. Ein Haartrockner. Mein Haar ist schon trocken. Ach komm, wahrscheinlich kann ich hier noch gar nichts tun. Ich gehe vielleicht mal die Treppe runter. Wollen wir mal sehen, wer hier für den Krach verantwortlich ist. Ich will jetzt keine Boxen aufheben. Es ist viel zu dunkel da unten. Habe ich vielleicht irgendwo eine Taschenlampe? Ein Stuhl? Keine Zeit hier rumzusitzen. Der Dachboden, da komme ich auch nicht ran. Warte mal, ich habe ja den Stick. Was? Vielleicht komme ich ja an die Attic Door. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier vorhabe. Na, das ist schlecht, aber ich möchte gerne da auf den Dachboden. Wenn's geht. In der Vase kann ich gar nichts machen. Loafers? Ach, Schuhe. Nee, da geht nichts. Staircase. Kann ich auch nichts machen. Habt ihr das gesehen? Da waren vier. Ich gehe mal ganz schnell gucken, ob ich hier eine Taschenlampe finde, Leute. Kann ich irgendwie die Schubladen aufziehen? Nein. Kann ich unter das Bett schauen? Manchmal habe ich das Gefühl, du willst nicht wirklich. Mein loyaler Teddybär. Nee, Leute, ich brauche dringend eine Taschenlampe. Kann ich die Schublade? Nope, da ist nichts Nützliches drin. Auch nicht. Was haben wir hier noch? Sneakers? Eine Maske? Eine Hockeymaske? Ich will die nicht tragen, ich habe jetzt schon Angst. Okidoki. Wie gesagt, ich bräuchte eine Taschenlampe, um weiterzukommen, schätze ich mal. Sonst kann ich da die Treppen nicht runter. Oder irgendwas, was mir hilft, hier Licht zu machen. Was brauchst du? Ein Taschentuch, sag ich. Ein Handtuch? Grooming Set. Nee, nee. Eine Badewanne. Der Faucet, der Hahn. Nee, geht auch nicht.
Nichts Interessantes drin. Handcreme auch nicht. Riecht gut. Naja, immerhin. Oh. Ah, sieh mal den Haken. Kann ich die beiden kombinieren? Das hält nicht zusammen. Ah, Mann. Piss. Ich frag mich, was diese Gesichter bedeuten und warum sie die automatisch so ansortiert. Ich brauche irgendwas, um die beiden miteinander zu verbinden. Ich sehe übrigens auch nicht mehr die Namen, wenn ich die highlighte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Nicht das Toilettenpapier. Es riecht wie Blumen. Eine Zahnbürste. Um Zähne zu putzen. Ja, das ist schon klar. Ein Ficus. Benjaminus Ficus. Das Spiegel. Bin ich das? Ja, wahrscheinlich. Stell dir vor, dafür sind Spiegel da. Ist das unser großer Plan? Vielleicht ein Schwamm? SpongeBob? Badewanne. Nee, nee. Raw, kann ich auch nichts machen. Hilf mir, Bär. Er sieht so ernst aus. Oder nicht serious. Ja, vielleicht seriös. Kann es auch bedeuten, serious. Nee, schade. Kann ich die Box vielleicht? Ich habe keine Lust, Boxen aufzuheben. Warum sind diese ganzen Boxen hier? Ziehen wir irgendwo hin? Ich brauche wahrscheinlich irgendwas, um die beiden miteinander zu verbinden. Den Haken und ein Radio. Und diesen Stock. Habe ich denn irgendwo vielleicht... Kann ich das... Warte mal. Mit der Leertaste. Eventuell vielleicht sogar die Symbole einblenden, wo was geht. Weil so eine Hotspot-Anzeige wäre gar nicht mal schlecht. Ballerina-Schuhe. Aha. Ne, Teddy ist schon ausgestopft. Was? Sofa. Crime Map habe ich alles schon gemacht. Die Fallkabinett. Sneakers. Wie gesagt, hätte ich hier irgendwie die Möglichkeit, mir was anzeigen zu lassen. Wäre das schon nicht schlecht, ne? Was? Woodenboard? Ah, würde ich gerne machen, aber nicht mit meinen frisch angemalten Fingernägeln. Ah, wo führt das denn hin, dieses Ding? Na, ich bin nicht sicher, was ich davor hatte. Ah, das ist immer das Problem bei klassischen Point-and-Click-Adventures. Zeug. Ja. Man weiß halt nie, was... Okay, jetzt kann ich hier gar nichts mehr anklicken. Schade. Ja, es geht... Jetzt geht gar nichts mehr. Ich habe es mal wieder ein bisschen verbuggt. Vielleicht, wenn ich die Räume wechsle? Nee, auch nicht. Schade. Es wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Schade, schade. Ich wollte es dir nur mal kurz vorstellen, aber jetzt geht's... Oh doch, jetzt geht's wieder. Okay. Ich dachte, das hat sich jetzt wieder verabschiedet. Eine Gummiente. Ja, was, nicht mit euch beiden da drin? Was? Ich verstehe das nicht. Was hat sie jetzt mit der Ente gemeint? Im Waschbecken ist auch nichts. Bin ich der? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat Schmand im Haar? Brauchst du ein Taul? Ich sag immer Taul zu... Ich will mal Taschentuch zu Taul sagen. Dabei ist es ein Handtuch. Handcreme. Nee, also ich kann mir schon denken, was ich brauche. Ich brauche irgendwas, um diese beiden Gegenstände miteinander zu verbinden. Oder vielleicht irgendetwas, um... Was? Es ist keine gute Zeit jetzt, um zu kuscheln. Pfirsich. Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Flüssigseife vielleicht. Ne, kann ich auch wieder nicht. Ja, jetzt geht das wieder nicht mit dem Klicken, dass ich die Hotspots öffnen kann. Naja. Und ich kann auch das Badezimmer nicht mehr... Doch, kann ich. Na gut, Leute, was soll ich sagen? Es ist halt noch eine frühe Alpha-Demo, aber ich finde, es macht schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck. Mir gefällt der Stil, sowie auch das Ambiente, die Musik, ist sehr, sehr schick. Ich würde mir halt nur noch gerne eine Hotspot-Anzeige wünschen, wo man zum Beispiel etwas machen kann oder wo es weitergeht. Noch ein Bild. Und natürlich, dass die Bugs beseitigt werden, aber das kommt alles noch, schätze ich. Na gut, ihr könnt das Ganze, wie gesagt, auf Steam Greenlight mit bisschen pushen. Ich werde mal die Webseite reinschreiben, wo ihr auch die Alpha-Demo spielen könnt. Da gibt es dann mannigfaltige Möglichkeiten, schätze ich mal. Unter anderem ist es, glaube ich, noch im Crowdfunding. Müsst ihr mal selber gucken. Ich habe es mir nochmal kurz überlesen. Naja, liebe Leute, lasst mir ein bisschen Feedback da und ich würde mich natürlich freuen darüber, wenn ihr mich dann bei einem anderen Indie-Projekt wiederseht oder vielleicht auch bei einem Hauptprojekt. Ich bin der Bruger, haut's rein und tschö tschö!